Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin hier auf der Kreisstraße 6591, Höhe Schwarze Säge, und hier gibt es neuer Asphalt. Ich verfolge das Projekt jetzt schon ein paar Tage und mein Wunsch war schon immer, mit so einer Walze mitfahren zu können. Also neben den ganzen heißen Temperaturen, was der Planet Sonne hier liefert, hat natürlich der Asphalt auch sehr hohe Temperaturen, und da sollte man mit die Schuhe oder mit Autoreifen auf keinen Fall drüber fahren. Und ich gehe jetzt hier zum Herrn Bühler und dann schauen wir weiter. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Schwarzwald TV, wir sind jetzt hier schon Mitte dabei beim Aufbringen von der Tragschicht. 2000 Tonnen Asphalt werden hier verwendet für die Tragschicht und 1000 Tonnen Asphalt für die Deckschicht. Der Bühler ist hier nebenbei, ein erfahrener Mann, der jetzt schon gut 40 Jahre im Straßenbau Erfahrung hat. Der Asphalt ist ja recht heiß, man könnte da fast eine Bratwurst drauflegen, oder? Ja, wir haben schon ein paar Mal gegrillt, mit Folie haben wir schon ein paar Mal reingelegt zum Grillen. Das ist interessant, ja, Wahnsinn. Ja, also der Herr Bühler ist jetzt heute für die große Walze eingesetzt. Haben Sie da irgendwelche technische Daten? Wie schwer ist denn das Teil? Die hat ungefähr 12 Tonnen. Also 12 Tonnen Gesamtgewicht. Und Sie haben gerade so nebenbei erzählt, es hat so ein Temperaturmessgerät, irgendwie digital. Ja, digital ist da oben drin. Wir werden uns gerade mal oben nehmen. Also die Walze ist mit dem Joystick gesteuert? Die tut vibrieren. Also läuft eine Vibration, und das ist für die Asphaltverdichtung. Und da zeigt es die Verdichtungsding an. Ja, und hier wird die Stärke eingestellt. Ist ja interessant. Wissen Sie, wie viel PS die Maschine hat? 84 kW. Und wie oft muss man da über den Asphalt drüber fahren? Also acht Übergänge sollte man haben. Und dann sieht man es auf der Skala, wenn die Verdichtung erreicht ist. Also die Walze, die tankt Diesel, aber sie ist sehr sparsam. Die fährt im Energiesparmodus, erklärt Serli so mal ein bisschen. Ja, aber wenn du 12 Stunden fährst, dann brauchst du auch deine 120 bis 130 Liter Diesel. Wenn du dann noch splitten musst und so Sachen musst du machen. Wie jetzt, wenn es jetzt bergauf geht am Feldberg, und du fährst praktisch 14 Stunden oder so, auf dem vollen Betrieb, dann brauchst du ungefähr 140 Liter.